Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Elektro Heikes, das größte Elektrounternehmen in Münster. Familiär, bodenständig und mit über 80 Jahren Tradition. Mach deine Ausbildung bei uns und sprüh auch du vor Energie. Und von der LVM-Versicherungsagentur Michael Knispel, Ihr starker Partner in Versicherung, Vorsorge und Vermögensplanung für Drinsteinfurt und Umgebung. LVM-Versicherung Knispel, Vertrauen verbindet. Sowie von Schreinerei und Fensterbau Klaus Kröger. Für beste Aussichten, Ihr Experte Klaus Kröger für Fenster und Türen in Drinsteinfurt. Hallo und herzlich willkommen zum Jubiläumsspiel der Woche. Heute mit dabei der SV Drinsteinfurt aus der Bezirksliga, letztes Jahr noch in der Landesliga unterwegs, dann nach dem Corona-Saisonabbruch mit dem geplanten Rückzug in die Bezirksliga, in diesem Jahr mit dem 111-jährigen Vereinsjubiläum. Und der Gegner, endlich mal im Spiel der Woche, der SC Preußen Münster aus der Regionalliga West. Zum Drinsteinfurter Vereinsjubiläum war der Traditionsclub zu Gast auf der Sportanlage Erfeld. Das ist ein Heimspiel, ein Spiel eines Lebens, 90 Minuten. Und damit noch einmal herzlich willkommen beim SV Drinsteinfurt im Erlfeld, der in dieser Vorbereitung mit einem besonderen Leckerbissen aufwarten konnte. Zum Vereinsjubiläum vor toller Kulisse waren die Preußen zum Testkick angereist und die hatten natürlich ein paar namhafte Spieler im Gepäck. Auf dem Papier also eine glasklare Angelegenheit, 4 Ligen Unterschied zwischen Bezirksliga und Regionalliga, aber auch so ein Test birgt ja hin und wieder mal Überraschungspotenzial. Wir werden sehen. Hören wir mal kurz rein in die Platzwache. Gerade so gut, seid ihr schon dabei, was die lieben? Hier konnte sich SVD-Kapitän Leon van Elten gegen SCP-Kapitän Julian Schauerte schon mal durchsetzen und den Münzwurf für sich entscheiden. Geleitet wurde dieses Spiel von Florian Exner. Ihm assistierten an den Linien die Herren Philipp Hagemann und Jonas Grütter. So, und dann rein in die Partie. Die Preußen in Weiß-Grün von links nach rechts von Beginn an. Es war nicht anders zu erwarten im Vorwärtsgang. Nach 4 Minuten erzitterte erstmals das Aluminium. Gerrit Wehkamp hatte das Spielgerät an den rechten Pfosten genagelt. Aber der Treffer hätte nicht gezählt, da bei Wehkamp eine Abseitsposition festgestellt wurde. Trotzdem ein verheißungsvoller Auftakt hier im Erlfeld. In Minute 8 war dann erstmals SVD-Keeper Steffen Schabom gefordert. Der SCP über Hoffmeier, dann Schauerte mit der scharfen Reingabe und Deters mit dem Abschluss. Schabom mit dem Fuß zur Stelle. Wir schreiben mittlerweile Minute 12 und bekamen den nächsten sehenswerten Abschluss der Gäste präsentiert. Pass in die Spitze, Ablage von Wehkamp und dann Deters mit dem Schussversuch. Wieder Aluminium und weiterhin die Null hinten für die Drinsteinfurter, die sich hier tapfer gegen den haushohen Favoriten wehrten. Hier die Wiederholung. Und da sehen wir, dass Steffen Schabom mit abgefälschten Ball mit einer sehenswerten Parade noch an den Pfosten lenkt. Hier gut zu erkennen, stark gehalten das Ding. Weiter geht es hier mit den besten Szenen des Spiels. Im 4-Minuten-Takt dreht Steinfurt mit Mann und Maus am Verteidigen. Hohe Reingabe von Hoffmeier. Schabaum kann nicht klären und dann rettet Dennis Kreuzberg per Kopf für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie. Wieder zeigte sich Torben Johannes Deters beim SCP für die Chance verantwortlich. Hier die Rettungstat noch einmal in der Wiederholung. Jetzt springen wir Minute 25, die Roten standen hinten weiter zu Null und hatten die meisten Zuschauer auf ihrer Seite, die hier jede Rettungstat feierten, so wie hier. Julian Schauerte mit der flachen Hereingabe und dann wollte Gerrit Wehkamp, frech aber sehenswert, mit der Hacke vollenden. Doch SVD-Keeper Schabaum hatte den Braten irgendwie gerochen und rettete hier aus kürzester Distanz. Hier aus dieser Perspektive gut zu erkennen. Drei Minuten später. Wir schreiben Minute 28 und wir näherten uns langsam der 30-Minuten-Marke. Immer noch kein Tor. Und dann Wehkamp auf Bindemann und wieder dieser Teufelskerl im SVD-Kasten, Steffen Schabaum. Vereitelte auch diese Einschussmöglichkeit glänzend, hält dabei sogar noch den Ball fest. Klasse, ein starker Rückhalt für sein Team. Hier nochmal die Szene, den musste Dennis Fabian Bindemann doch eigentlich machen. Aber nix war's und drin Steinfurt hinten weiter mit der Null. Ganz zum Geschmack der zahlreichen Zuschauer, die es hier mit dem SVD gibt.
aber die guten Chancen für den Favoriten aus der Regionalliga, sie häuften sich jetzt. Schauerte mit dem Flugball und dann Marvin Thiel mit der Direktabnahme. Wieder Endstation Schaarbaum. Verrückt, was der hier alles vereitelte. Hier noch Marvin Thiel. Es schien fast so, als hätten die Drin-Steinfurter hier einen Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor geparkt. Da war einfach kein Vorbeikommen für die Preußen. Dann war die 30-Minuten-Marke geknackt. Thiel mit einem Eckball für den SCP von der linken Seite. Die hohe Reingabe und in der Mitte steigt Borgmann hoch. Und dann war es doch passiert. Yannick Borgmann erzielt hier im x-ten Anlauf den längst überfälligen Führungstreffer für den SC Preußen Münster. Am Ende musste also eine Standardsituation herhalten. Borgmann per Kopf genau ins Eck. Dieses Mal keine Chance für Steffen Schaarbaum im Kasten des SV Drin-Steinfurt. 30. Spielminute. Tor für den SC Preußen Münster zum 1:0. Torschütze mit der Nummer 4, Yannick Borgmann. Und Obacht SVD, die Preußen wollten jetzt direkt nachlegen. Detas auf Schauerte, der mit dem Ball in die Mitte, Schaarbaum verpasst und dann rauscht Thiel heran. Kein Tor! Wieder war es der Mann für Klärungsaktion auf der eigenen Torlinie beim SVD, Dennis Kreuzberg, der hier den Einschlag verhinderte. Tolle Szene. Springen wir in die Schlussminute von Halbzeit 1. Flugball in die Hälfte der Gastgeber. Schaarbaum alt aus dem Kasten, bekommt den Ball vor Wegkamp, nur um ihn danach an Bindemann zu verlieren. Bindemann bedient Wegkamp und der netzt hier sicher ein. Doch die Fahne des Assistenten ging hoch, kein Tor. Abseitsposition von Wegkamp und damit ging es mit einem schmeichelhaften, aber kämpferisch verdienten 0:1 für Drin-Steinfurt in die Halbzeitpause. Da werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Statistik. 12:0 Chancen, 20:0 Torschüsse, 7:0 Lecken. Höchstwerte für die Gäste. Vom SVD bisher offensiv nichts zu sehen. Wie auch, die mussten tief stehen und mit allen Kräften verteidigen. Sonst wäre der Spielstand hier sicher schon deutlicher zugunsten des SCP ausgefallen. SVD-Trainer Volker Rüsing konnte bisher mit dem Ergebnis gut zufrieden sein. Das war schon aller Ehren wert hier. Und damit, meine Damen und Herren, rein in Hälfte 2. Auf beiden Seiten viele Spielerwechsel, aber gleiches Bild. Nur andere Seite. Die Preußen jetzt von rechts nach links spielen. Tolles Dribbling von Henok Tekler. Und dann Jan Dahlke mit dem Abschluss. Doch auch er fand seinen Meister in Persona Steffen Schaarbaum, der hier wieder einmal toll pariert. Hier fährt er sie aus. Die rechte Pranke. Man nannte ihn auch die menschliche Mauer. Klasse Spiel des Keepers heute. Kleiner Sprung in Minute 51. Mittlerweile kam hier im Erdfeld auch mal dauerhaft die Sonne raus. Es war ein schlichtweg toller Tag. Apropos toll, hier stellt der eingewechselte Alexander Langlitz auf 2:0 für die Preußen. Das Zuspiel ins Zentrum kam übrigens von Joshua Holtby, der in der Jugend mit SVD-Keeper Steffen Schaarbaum zusammen gekickt hatte. Letzterer war hier beim Gegentreffer aber ohne Abwehrchance. Der Langlitz gegen die Laufrichtung des Keepers vollstreckte. Spielminute 0:2 für die Gäste aus Münster. Torschütze mit der Nummer 23, Alexander Langlitz. In Minute 54 dann wieder eine Standardsituation und Alarmstufe Rot im Strafraum der Hausherren. Hohe Reingabe, dann Langlitz per Kopf an die Oberkante der Latte. Es war der dritte Aluminiumtreffer des Tages. Danach dann etwas bedrüppelte Gesichter auf der Auswechselbank des SV Drin-Steinfurt. Was war passiert? Nun ja. Beim Zweikampf im Mittelfeld verletzte sich Markus Fröchte so schwer am Handgelenk, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste. Beim Versuch, Langlitz vom Ball zu trennen, stürzte Fröchte unglücklich auf die eigene Hand und musste minutenlang behandelt werden. Die Verletzung trübte natürlich etwas die Stimmung hier im Stadion. Wir vom Heimspielteam wünschen dir, lieber Markus, eine schnelle Genesung und hoffen, dass wir dich sehr bald wieder in Aktion auf dem Platz wiedersehen können. In der Folge war dann auch irgendwie ein Bruch im Spiel der Drin-Steinfurter Jungs oder denen ging einfach langsam die Puste aus. Logische Konsequenz war dann hier das 3:0 erzielt durch Jan Dahlke nach Vorarbeit von Alexander Langlitz. Und die Preußen, die waren heiß auf mehr, holten sogar den Ball für den Gegner aus dem Tor, um schnell weiterspielen zu können. Drei Minuten später, Freistoß SCP, Holtby hoch von Rhein, quergelegt von Scherder und dann ist es Teklab, der hier auf 4:0 stellt. Jagt die Kugel über den am Boden liegenden Dahlke hinweg in die Maschen.
71 konnte sich Schabaum auch nochmal aus. Dominik Florian Klein mit dem Schussversuch vom Strafraumrand und dann dieser Steffen Schabaum mit der Fußabwehr gegen den zweifach abgefälschten Ball. Da gab es auch mal Lob vom Gegner, Jan Dahlke klatscht hier mit dem SVD-Keeper ab. Hier nochmal die Szene, toller Reflex von Schabaum im letzten Moment noch zur Ecke gelenkt. Und die nachfolgende Ecke brachte dann abermals Gefahr für das SVD-Gehäuse. Dahlke per Kopf an die Latte und dann Simon Scherder im Nachfassen neben das Tor. Der vierte Aluminiumtreffer für die Preußen heute. Und 15 Minuten vor dem Ende Preußen über links. Das ist Heklapp. Borgmann dann auf Klann. Und der Klann hier mit der gefühlvollen Flanke ins Zentrum, wo Alexander Langlitz mit dem Kopf zum 5:0 für die Preußen trifft. Jetzt fielen die Tore in schneller Abfolge. Und was soll ich sagen, die waren noch längst nicht satt, die Mann von Sascha Hildmann. Gab es dann Pyrotechnik zu sehen und anhand der Farbwahl können Sie erahnen, dass es nicht die Preußen-Fans waren, die hier 10 Minuten, sondern die Gastgeber. Vier Minuten später war dann der, nennen wir es mal, Arbeitstag für Torschläger Steffen Schabaum beendet. Er verließ mit einer Quote von 70% gehaltener Torschüsse den Platz. Insgesamt konnte er von 23 auf sein Tor abgefeuerte Schüsse 16 halten. Zweimal klärte Kreuzberg für ihn und fünfmal musste er heute hinter sich greifen. Für ihn kam Olaf Woltering für die letzten 6 Minuten plus Nachspielzeit in die Partie. So, und die erste Aktion von Woltering sah dann genau so aus. Ziemlich genau 6 Sekunden, nachdem Referee Florian Exner die Partie nach dem Wechsel wieder freigegeben hatte, zappelte der Ball ohne sein Zutun bereits wieder im Netz. Alexander Langlitz hatte nach Kopfballvorlage von Jan Dahlke wieder eiskalt zugeschlagen. 6:0 für die Preußen. Eine knappe Minute später dann diese Szene. Da bekam die Hintermannschaft des SVD das Spielgerät einfach nicht nachhaltig geklärt. Yannick Borgmann bedient hier Jan Dahlke und der wuchtet per Direktschuss die Kugel zum 7:0 in die Maschen. Verrückt, denn der arme Olaf Woltering hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den zweiten Gegentreffer kassiert, aber bisher noch keinen einzigen Ballkontakt gehabt. Sachen gibt's, verrückt. Auch hier war Woltering natürlich ohne Abwehrchance. Aber in der Schlussphase bekam Olaf Woltering dann auch nochmal die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Und zwar in Minute 87 gegen den Schuss von Jan Dahlke. Und etwas später in Minute 89 dann gegen einen fulminanten Abschlussversuch von Marcel Hoffmeier. Ehre, wem Ehre gebührt. Hier auch die beiden Paraden noch einmal in der Wiederholung. Sieben Minuten Nachspielzeit hatte Schiedsrichter Florian Exner veranschlagt aufgrund der langen Verletzungsunterbrechung. Für den SVD Steinfurt ging es jetzt eigentlich nur noch darum, das Ergebnis nach Möglichkeit zu halten. Die Preußen dagegen hatten ja noch etwas andere Pläne. Teklapp für Jules Schwadorf und der brachte das Spielgerät trocken, unaufgeregt und platziert neben dem Pfosten im Tor unter. 8:0 für den Regionalligisten. In der vierten Minute der Nachspielzeit rollte die nächste Angriffswelle des SCP gegen erschöpfte Gastgeber, die sich hier den Abpfiff herbeisehnten. Im Zentrum ist es schließlich Jan Dahlke, der die flache Hereingabe von der rechten Seite zum 9:0 im Tor unterbrachte. Jetzt drohte es sogar noch zweistellig zu werden und die Reaktion von Dahlke, der es hier eilig hatte, zeigte, dass die Preußen genau das wollten. Doch Schiedsrichter Florian Exner machte dem SCP schließlich einen kleinen Strich durch die Rechnung, was die Zweistelligkeit angeht, indem er die Partie beendete. Mit 0:9 verlieh die Steinfurt also am Ende ihr Jubiläumsspiel gegen den SC Preußen Münster. Nichts, wofür man sich krämen müsste. Die erste Halbzeit war kämpferisch und ergebnistechnisch Stopp vom Bezirksligisten und in Halbzeit 2 setzte sich am Ende die Qualität und die Fitness des Regionalligisten standesgemäß durch. 31 Torschancen, 48 Torschüsse, ja, da hat sich einiges angesammelt. Leider keine beim SV Drin Steinfurt, trotzdem war es ein tolles Erlebnis und ein schöner Tag im Erlfeld. Davon werden die Drin Steinfurter Kicker sicherlich noch lange sprechen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr euer Tino Wermeling.
Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Elektro Heikes, das größte Elektrounternehmen in Münster. Familiär, bodenständig und mit über 80 Jahren Tradition. Mach deine Ausbildung bei uns und sprüh auch du vor Energie. Und von der LVM-Versicherungsagentur Michael Knispel, Ihr starker Partner in Versicherung, Vorsorge und Vermögensplanung für Drinsteinfurt und Umgebung. LVM-Versicherung Knispel, Vertrauen verbindet. Sowie von Schreinerei und Fensterbau Klaus Kröger. Für beste Aussichten, Ihr Experte Klaus Kröger für Fenster und Türen in Drinsteinfurt.